verbindet man die Mitten der Seiten eines beliebigen Vierecks, so erhält man immer ein Parallelogramm. Der Auftrag lautet, beweise diese Eigenschaft. Also schreiben wir zuerst die Hypothesen. Wir haben ein Viereck A, B, C, D und wir haben diese Punkte M, N, P, Q. M, N, P, Q. Das sind die jeweiligen Mitten der Seiten, zu denen sie gehören. Anscheinend, wenn man diese Mitten so verbindet, dann erhält man immer ein Parallelogramm. Was wir also beweisen sollen, das ist, dass dieses Viereck M, N, P, Q ein Parallelogramm ist. Und das soll gelten für egal welches Viereck. Beobachten wir, wenn wir die Form des Vierecks etwas verändern, das Viereck MNPQ scheint immer ein Parallelogramm zu sein. Um diese Eigenschaft zu beweisen, werden wir diese Eigenschaft aus dem vorigen Tutorial Vektoren 004 zweimal einsetzen. In diesem Dreieck ABD ist M die Mitte der Seite AB und N die Mitte der Seite AD. Durch diese Eigenschaft dürfen wir also schlussfolgern, dass der Vektor MN genau die Hälfte von diesem Vektor BD ist. So. In diesem unteren Dreieck BCD ist Q die Mitte der Seite BC und P ist die Mitte der Seite CD. Also dürfen wir wieder durch diese Eigenschaft daraus schlussfolgern, dass der Vektor QP die Hälfte vom Vektor BD ist. Aber dann wissen wir, dass MN die Hälfte vom Vektor BD ist, QP aber auch. Also müssen diese zwei Vektoren MN und QP gleich sein. Und durch die Definition von einem Vektor können wir daraus schließen, dass das Viereck MNPQ ein Parallelogramm sein muss, was zu beweisen war. Der Auftrag ist schon erledigt.